Herzlich willkommen im Digitalen Literaturhaus München. Liebe Damen, liebe Herren, mein Name ist Marion Böske. Ich gehöre zum Team des Literaturhauses und begrüße Sie sehr herzlich zu Lesung und Talk mit Johann Scherer und Günter Keil. Unheimlich nah heißt der neue Roman von Johann Scherer, jüngst erschienen im Pieper Verlag. Vorangestellt ist dieser Geschichte eine Widmung für die, die wissen, wie es war. Dieses S ist eine reale Geschichte. Diesem, wie dem Vorgängerroman, Wir sind dann wohl die Angehörigen, liegt ein Ereignis zugrunde, an das einige von uns sich sicher noch erinnern können. Es hat die Medien über Wochen beschäftigt. Die Entführung von Jan Philipp Remzmar, Johann Scherers Vater, das war im März 1986. Ich finde, diese Widmung für die, die wissen, wie es war, ist enorm klug gewählt, denn sie enthält unterschwellig die Frage, wer weiß eigentlich, wie es war? Oder anders hat nicht jeder, der direkt beteiligt war, eine eigene Sicht auf die Ereignisse. So auch der Sohn zur Zeit der Entführung 13, in der Zeit, von der in dieser Geschichte die Rede ist, ein wenig älter, mitten in der Pubertät. Johann Scherer weiß, wie es für ihn war, während der glücklich überstandenen Katastrophe und danach. Und über diese Zeit danach schreibt er auf eine Weise, die uns verstehen lässt, wie es ist, wenn man plötzlich unter Bewachung steht. Man muss geschützt werden, das ist klar. Schutz ist etwas Gutes, aber ab wann wird aus Bewachung Überwachung? Zumindest im Leben oder Erleben eines Jugendlichen. Für mich ist dieses Buch viel mehr als eine mitreißende Beschreibung einer ganz außerordentlichen Zeit. Für mich ist es ein Roman über eine Zeit, die wir alle kennen. Es ist diese Zeit, in der man leider noch jung ist, eigentlich erwachsen sein möchte, unbedingt da sein möchte, wo die Erwachsenen nicht sind und generell so ein bisschen wegen Umbau geschlossen ist. Es ist eine interessante Zeit und nicht immer einfach. Es ist ein hinreißendes Buch, das im Übrigen sehr gut in diese Zeit passt, weil denken Sie, wie viele Jugendliche zurzeit im Homeschooling dauerüberwacht sind von ihren Eltern. Haben Sie ein bisschen Mitgefühl und wenn ihr zuschaut, haltet durch. Es lohnt sich und es ist irgendwann mal vorbei. Lesen Sie, lest ihr dieses Buch. Es ist eine echte Empfehlung. Der Autor ist live zugeschaltet. Ein sehr, sehr herzliches Willkommen nach Hamburg, lieber Johann Scherer. Vielen Dank für die Einladung, die ich ja leider nicht bei Ihnen, bei euch in München in München annehmen konnte, sondern hier in Hamburg. Ich bin noch nicht mal in meinem eigenen Büro, sondern in dem Büro eines Freundes. Also nicht mein Astronautenhelm, der hier ist, sondern der von meinem Kumpel Stefan. Aber sein Internet ist besser. Fabelhaft, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Gesprächspartner heute Abend ist ein guter Bekannter. Das ist Günter Keil, Literaturkritiker und Moderator. Ein Highlight alle zwei Wochen ist seine Büchersendung Buchhaltung im Programm vom Radiosender Ego FM. Und neben seiner Bücherliebe und seiner großen Kenntnis über Literatur zeichnet ihn eine gewisse charmante Neugier aus. Günter Keil liebt es, mit Autorinnen und Autoren zu sprechen. Natürlich über ihre Bücher, über ihr Schreiben, aber auch immer gerne übers Leben. Gerne selbst. Allein auf unserer Bühne traf er Autorinnen und Autoren wie Friedrich Arni, Nicole Kraus, Tom Rackman, Heinrich Steinfest, Arundhati Roy, Jo Steingarder, Andrea Petkovic und viele, viele mehr. Man möchte an dieser Stelle sagen, willkommen daheim, lieber Günter Keil. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Stimmt tatsächlich. Fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause an. So soll es sein. Ich hoffe, dass für die Zuschauerinnen und Zuschauer es zu Hause schön ist und auch in unserem digitalen Literaturhaus. Ich gebe das Wort ab an Günter Keil und Johann Scherer und wünsche gute Unterhaltung. Vielen Dank, Marion, und herzlich willkommen. Schönen guten Abend auch von mir. Ja, ich hoffe, Sie haben es warm und gemütlich. Diesen Vorteil hatte Johann Scherer. Er musste nicht extra die lange Reise nach München antreten. Und wir freuen uns natürlich, dass er da ist. Wir werden sicher in der nächsten Stunde sprechen, zum Beispiel über die Entstehung und Wirkung von autofiktionaler Literatur und sicher auch über den Einsatz und die Wechselwirkung von Musik und Literatur. Dafür, für beide Bereiche, ist Johann Scherer sicherlich der Experte. Johann, gleich mal zu Beginn, wenn dich jemand nicht kennt, bei all dem, was du künstlerisch machst,
Wie stellst du dich vor? Bist du Schriftsteller, einfach Künstler oder Musiker? Was sagst du? Also ich bin sicherlich kein Künstler. Also das ist wirklich etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist, weil ich Künstlerinnen und Künstler kenne. Und das sind die Künstler, die machen bildende Kunst. Und es hat sich seit ein paar Jahren, innerhalb der letzten Jahre eingeschlichen, dass auf einmal alle diesen Anspruch haben, Künstler zu sein, Künstlerin zu sein, Künstler zu sein, obwohl sie einfach Songs schreiben oder Bücher machen. Und natürlich, es ist mir schon völlig klar, das ist eine Unterkategorie und so weiter und so fort. Aber also alles außer Kunst. Das finde ich jetzt interessant. Und ich würde... Ja, und ganz kurz noch, und dann, ja, nee, ich finde das in allererster Linie richtig. Und es ist mir auch wirklich wichtig, weil ich diesen Begriff nicht besetzen will. Ich mache einfach so vieles nicht, was Kunst ist. Und ich habe mit Künstlerinnen zu tun und ich habe mit Künstlern zu tun, ich habe mit Bands zu tun und mit Musikern. Ich finde diese Abstufung wahnsinnig wichtig und ich habe sogar meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Schriftsteller, weil es so was Ernsthaftes hat. Und nicht, dass ich das Schreiben nicht ernst nehmen würde, aber für mich hat das Schreiben so einen, weil ich es noch nicht so lang mache, noch so ein bisschen ein Hobby-Flair. Und deswegen würde ich mich selbst immer als Autor bezeichnen, weil das auch so schön eine Melange ist aus Buchautor und zum Beispiel Musikautor, also einfach beides. Und um es kurz zu halten, ich sage aber eigentlich immer, ich bin Musikproduzent. Okay, einigen wir uns auf die beiden Begriffe Autor und Musikproduzent. Wenn du als Produzent ein Album produzierst oder als Musiker ein Album einspielst, einen Song schreibst und das vergleichst jetzt mit dem Aufwand, ein Buch zu schreiben wie dein aktuelles, 330 Seiten, ist das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar oder merken wir da schon, okay, du wolltest mit dem Buch was ganz anderes, als du mit den Songs zum Beispiel willst? Komplexes Themenfeld, aber super interessant. Ich werde dir jetzt eine mehrstufige Antwort geben. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Schreiben von Songs und von Musik nahezu der gleiche Vorgang ist wie der des Bücherschreibens, zumindest bei mir. Ich habe also... Früher habe ich mehr das Bedürfnis gespürt, ich muss jetzt irgendwie einen Songtext zu Papier bringen und dazu Musik komponieren. Dieses Bedürfnis habe ich nicht mehr so stark. Und das hat sich bei mir geändert ins Bücherschreiben. Der Vorgang allerdings, der Vorgang, wie man an die Sache herangeht, ist signifikant anders. Bei mir ist es so, beim Bücherschreiben, ich muss erstmal anfangen zu schreiben, erstmal Strecke machen. Ja, das ist übrigens ein Zitat von jemandem, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, wenn es die Zeit zulässt. Erstmal losschreiben und dann, wenn man denkt, man ist fertig, nochmal von vorne anfangen und die Hälfte wieder schmeißen. Und beim Musikproduzieren ist es für mich total wichtig, erstmal mit der Künstlerin oder dem Künstler zu sprechen und herauszufinden, worum es eigentlich geht und was man überhaupt braucht. Nichts ist schlimmer, als erstmal Strecke zu machen beim Musikproduzieren. Weil dann findet man sich innerhalb weniger Tage in der Situation wieder, in der man mit einer überwältigenden Masse an Musik konfrontiert wird, die sich irgendjemand anhören muss. Dieses Gespräch, was du gerade erwähnt hast, das du mit den Künstlerinnen und Künstlern, den Musikern führst, das hast du vermutlich als Autor aber selbst schon mit dir geführt, oder? Bevor du anfängst zu schreiben. Ja, genau. Also natürlich muss es eine Idee geben, was dieses Buch eigentlich will. Und auch da braucht man einen Produzenten. Das ist in meinem Fall sicherlich Olaf Petersen gewesen vom Piper Verlag, der ohne den diese beiden Bücher weder in dieser Form geben würde, noch sogar vielleicht überhaupt geben würde, weil er mich einfach darauf gebracht hat, hey, warum schreibst du nicht mal ein Buch? Und der einfach ein super Ansprechpartner war durch den ganzen Prozess. Aber natürlich steht am Anfang die Idee, was will ich eigentlich davon? Nur
vielleicht das geht es vielen Menschen anders. Ich habe auch schon Interviews mit Schriftstellern gelesen, die sich morgens hinsetzen und dann eine Seite zu Papier bringen pro Tag. Und bei mir ist es ganz anders. Ich schreibe ganz lange nicht und dann schreibe ich eine Woche ausschließlich und dann habe ich 50 Seiten geschrieben. Ich muss erstmal alles rauslassen und später entweder mein eigener Lektor sein oder das einen Gegenspieler haben. Wir werden sicher auch gleich drüber sprechen, was dabei rausgekommen ist aus diesem Schreibprozess. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und von dir wissen, warum hast du dich eigentlich entschieden, die Geschichte, die du im Debüt erzählt hast, weiterzuführen? Du hättest dir einfach sagen können, okay, ich habe gute Kritiken bekommen, das ist beim Publikum sehr gut aufgenommen worden, lass ich bleiben, ich bin ein renommierter Produzent und Musiker. Warum also diese in Anführungsstrichen Fortsetzung oder Fortführung? Also mir ist durchaus immer bewusst gewesen, dass dieses zweite Buch ein riskantes Vorhaben ist. Es gibt bei Pippi Langstrumpf den schönen Beruf des Gefahrensuchers. Und so ein bisschen hat sich das angefühlt, schreibe ich jetzt weiter, setze ich da nochmal an, wie wahr muss das eigentlich sein? Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich bei diesem Buch etwas gemacht habe. Einerseits, was ich bei dem ersten Buch nicht gemacht habe, beim ersten Buch hatte ich einen ganz klaren Anspruch daran, dass alles stimmt. Das habe ich bei diesem Buch nicht. Bei diesem Buch habe ich vielmehr einen Wahrhaftigkeitsanspruch und habe eben das Gefühl gehabt, dass ich jetzt die Chance habe, das zu machen, was ich immer schon mache, nämlich irgendwie aus dem, was ich erlebt habe, rauszugehen und daraus etwas zu machen, über das man auf eine andere Art und Weise sprechen kann. Das heißt also, auf dem Cover des Buches, das bist zwar du als Teenager und es geht schon auch um deine Lebensgeschichte, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Wahrhaftigkeit ist also eher passend als Wahrheit. Es stimmt nicht alles mit deinem Leben überein. Das ist richtig. Das ist richtig. Also ich will es jetzt nicht überstrapazieren, aber diese Analogie zur Musik ist insofern ganz, ganz stimmig, weil es ja Songwriterinnen und Songwriter gibt, die ihr ganzes Leben lang, Ryan Adams ist ein gutes Beispiel, nur über Trennungen schreiben beispielsweise. Das bedeutet ja aber nicht, dass die sich alle 2 Jahre getrennt haben, sondern es bedeutet einfach nur, dass dieses Gefühl so viel hergibt, was man auf unterschiedliche Art und Weise dann benutzen kann, um etwas draus zu machen, was vielleicht, also auf der einen Seite natürlich anderen Leuten hilft, aber auf der anderen Seite vielleicht dann auch einfach nur eine Berechtigung hat, weil es gut geworden ist. Ich springe mal ins Buch rein, in die Handlung und ich spreche jetzt einfach mal von dem Johann im Buch, nicht von dir. Dieser Johann erzählt, dass nach der Entführung und Freilassung des Vaters erstmal die Familie nach New York geflüchtet ist. Währenddessen wurde das Haus in Hamburg umgebaut, sicherer gemacht. Und du beschreibst sehr intensiv und wirklich faszinierend, wenn man diese Szenerie nicht kennt, wie die Personen und Objektschützer in dieses Leben kommen. Ein kleines Zitat, manche sahen aus wie Zivilpolizisten, andere wie eine Freizeitversion von James Bond. Erzähl uns doch bitte noch mehr über diese Männer. Wie hat dieser Johann oder wie hast auch du das damals wahrgenommen? Also, da geht es natürlich schon los. Sicherlich trübt mich meine Erinnerung in dieser, was diese Wahrnehmung anbelangt. Und sicherlich ist alles das, was ich jetzt sage, nicht reine Erinnerung, sondern meine Erinnerung an die Erinnerung von vor 25 Jahren oder wie lange es her ist. Insofern, aber darum geht es nicht. Diese Männer, das sind natürlich faszinierende Personen für einen Jungen, ja, für einen Teenager-Jungen, weil es Männer sind, die als Beruf Männlichkeit haben und Stärke, also oder sagen wir mal so, die Klischee-Männlichkeit haben, ja, die vielleicht auch in der Zeit noch ausgeprägter war, als sie vielleicht heutzutage ist. Also es geht eben um Stärke, um Souveränität, um die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, andere zu verteidigen. Und mit diesen Männern
von früh bis spät zu tun zu haben, ist für einen Teenager-Jungen auf unterschiedliche Art und Weisen prägend, aber in allererster Linie auch wahnsinnig faszinierend. Sicherlich faszinierend, aber auf der anderen Seite sicher auch kontraproduktiv in Bezug auf ein erfülltes Teenagerleben, oder? Weil ein Teenager will ja genau das Gegenteil von totaler Kontrolle. Marion Böske hat das zu Beginn auch schon erwähnt. Eigentlich will ja ein Kind, ein Jugendlicher raus, oder? Und da ist jetzt immer jemand dabei. Ja, genau. Also ich, richtig, ich konnte ja raus. Eben nur nicht alleine. Und der Tanz, das irgendwie hinzukriegen, sich frei zu fühlen, spontan zu sein, obwohl man alles, was man macht, irgendwie anmelden muss und so. Das ist ein Prozess, der einerseits vieles auf der Strecke lässt, aber tja, auch so eine gewisse, naja, nee, das ist nicht aber, sondern auch eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringt, die einfach an dem Teenagerleben nichts zu suchen hat. Wie sich das auswirkt und wie du das beschreibst, das werden wir auch gleich hören, denn insgesamt dreimal wirst du heute in dieser Stream-Lesung aus dem Buch lesen. Und es geht gleich um eine Stelle, die du ausgesucht hast. Da geht es auch darum, dass Johann immer wieder ein Mädchen, Laura, eine Mitschülerin, trifft und sieht. Er mag sie, er ist fasziniert von ihr, aber sie anzusprechen hat er sich lange nicht getraut. Dann zum ersten Mal traut er es sich. Sie steht mit einer Gruppe von anderen Schülerinnen da und was danach dann passiert, das wirst du uns jetzt vorlesen. Richtig. Die Mädchen kicherten noch lauter. Es stimmte. Ich verließ die Schule immer so schnell wie möglich. Das Auto, das mich abholen sollte, ein schwarzer BMW, ließ ich meist stehen und ging bis zur Bahn zu Fuß. Ich genoss den Weg, um den Kopf freizukriegen und hatte keine Lust, vor den Augen der anderen Schülerinnen und Schüler in das Auto einzusteigen. Der BMW rollte mir dann hinterher, während ich Musik hörte oder, das kam selten davor, mit einem Freund zur Bahn ging. Ich versuchte, die gemeinsamen Wege zu vermeiden, weil ich keine Lust hatte, auf den schwarzen BMW angesprochen zu werden, der für mein Gefühl viel zu auffällig den Weg zur Bahn von Ecke zu Ecke und von Parklücke zu Parklücke rollte. Ich wusste nicht, was meine Mitschüler wussten, legte aber auch keinen Wert auf ein klärendes Gespräch, das ich noch nie mit irgendjemandem geführt hatte. Ja, ich will immer so schnell wie möglich weg von der Schule. Ich lachte verlegen, sie lachte zurück. Verstehe ich. Gehen wir heute zusammen? Wow, das ging schnell, dachte ich und blickte mich zu ihren Freundinnen um, die mich grinsend musterten. Laura fasste mich am Arm und wir gingen los. Aus der Ferne hörte ich die Zündung des BMWs, der etwas hinter uns parkte, der Trupp ihrer Freundinnen, deren albernes Getuschel sich mit dem brummenden Motorgeräusch des BMWs vermischte, folgte uns. Beobachtet zu werden, war ich gewohnt und hatte keine Mühe, wenigstens die Freundinnen auszublenden, um mich darauf zu konzentrieren, was ich mit Laura würde reden können. Ich hatte keine Ahnung, was für Themen bei Mädchen gerade am Start waren. Ich hatte in meiner Freizeit, die sich mittlerweile eher wie ein Job anfühlte, ausschließlich mit Männern zu tun. Und meine Cousine Julia war für mich ein optimaler Kumpeltyp. Ich versuchte es also einfach mit den unverfänglichen Themen, die ich so kannte. Ich habe mir gerade die neue Weezer gekauft. Gab's bei WOM vorne im Display. Kennst du sie schon? Laura sah mich entsetzt an. Weezer? Ernsthaft? Pinkerton ist so krass viel schlechter als das blaue Album. Ohne Scheiß, Johann. Wenn du ein fettes Album hören willst, kauf dir Car Bottom Cloth von The Lemonheads. Even Dando ist einfach ein krasser Gott. Ganz im Gegensatz zu den Rich Kids von Weezer. Buddy Holly war fett, aber ich sag dir, danach kommt nichts mehr. Uff. Ich verstummte. Die Rich Kids von Weezer hallte es in meinem Kopf wieder. Scheiße, dachte ich. Laura durchbrach mein Gedankenkarussell. In diesem Moment, Johann, halt mal kurz an. Laura blieb stehen, packte mich fest an meinen Oberarm und drehte mich zu ihr um. Durch die Gruppe von Mädchen hinter uns ging ein Raunen.
Laura blickte sich um und drückte meine Oberarme noch fester an meinen Körper. Es war das erste Mal, dass mich ein Mädchen berührte und es ging mir durch und durch. Ich atmete tief ein und traute mich nicht auszuatmen, weil mir Laura so nahe kam. In diesem Moment, fuhr Laura fort, hält Even Dando die Welt in seiner Hand. Merkst du das nicht? Er ist einfach ein krasser Gott, schnall es mal. Da kann River Cuomo echt einpacken mit seinen Möchtegern-Love-Songs. Allein das Cover ist schon derbe schwul. Echt, ey, Weezer, Digga. Sie ließ mich los. Okay, habe ich verstanden, sagte ich nur und schaute verstohlen zu der Gruppe ihrer Freundinnen hinüber, die sich im Schneckentempo auf uns zubewegten. Aber für die The Lemonheads, immerhin wusste ich, dass es wie bei Die Ärzte wichtig war, den Artikel mitzusprechen, auch wenn es im Kontext schon einen Artikel gab. Das The war ja Teil des Namens. Nur Idioten dachten, man könnte es weglassen. Für die The Lemonheads ist es das 7. Album, für Weezer das 2. Laura sah mich mitleidig an. Also erstens waren It's a Shame About Ray und Come On Feel The Lemonheads auch schon geil. Und das 2. Album Creator auch schon besser oder zumindest kredibiler als die ölen Rockspießer von Weezer. Sie hatte mich am Wickel. Okay, sonst noch was, was ich wissen muss? Ich versuchte, ein bisschen beleidigt zu tun, um vom Thema abzulenken, aber Laura blieb fokussiert. Ja, This is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About von Modest Mouse ist nicht nur der beste Albumtitel seit langem, sondern auch sehr nah dran an dem besten Album seit langem. Und was hältst du von The Cardigans? Versuchte ich zu scherzen. The Cardigans hatten gerade mit Love Fool einen unerträglichen Ohrwurm, der überall dudelte auf dem Soundtrack zu der Neuverfilmung von Romeo und Julia. Kannst natürlich vergessen, kommerzieller Scheiß. Wenn du Folk hören willst, hör dir Cat Power an. Gerade neu auf Matador. Ist von Steve Shelley, dem Sonic Youth Drummer, produziert. Schockt. Plötzlich stand die Gruppe Mädchen direkt neben uns und Lauras Freundin Nina ergriff das Wort. Ey, apropos Romeo und Julia, geht ihr jetzt miteinander? Die anderen prusteten los, Laura sah sie nur an und ich wurde rot. Ja klar, gehen wir jetzt zusammen, und zwar alle zusammen zur Bahn. Sie drehte sich um und bedeutete mir, mit einem Kopfnicken mitzukommen. Ich versuchte noch einen coolen Blick in der Richtung der Mädchengruppe und beeilte mich dann, Laura einzuholen. Also, wenn Modest Mouse gerade deiner Meinung nach fast das beste Album gemacht haben, dann sag ich dir jetzt, welches noch besser ist. Sie sah mich an, ohne ihre Schritte zu verlangsamen. The Grey Rays von Bad Religion. Ich sah sie herausfordernd an und nuschelte noch hinterher. Und Planet Punk von Die Ärzte, eh klar. Laura wandte ihren Blick wieder geradeaus. Du machst da echt einen heftigen musikalischen Spagat, Johann, sagte sie. Aber diesmal gebe ich dir recht. Laura und ich gingen immer öfter von der Schule zur Bahn und fuhren ein paar Stationen gemeinsam. Mittlerweile umarmten wir einander bei der Verabschiedung vor allem. Manchmal, je nach Tagesform, küssten wir einander sogar auf die Wange. Als ich an einem Herbsttag 1996 direkt nach der Schule meine Tasche nur kurz hinter der Haustür abgestellt und dann gleich an die Beifahrerscheibe des Autos geklopft hatte und im Cadillac Platz nahm, grinste mich Herr Lundgren an. Dazu muss man vielleicht wissen, dass zu dem Zeitpunkt eben die sogenannten Objektschützer einfach rund um die Uhr im Auto vor unserem Haus standen. Und der Herr Lundgren ist einer dieser Objektschützer. Er kam gleich zur Sache. Sicher ist sicher, weißt du ja, aber die hier sind super safe. In seiner Hand lagen 2 Kondome, die er mir grinsend entgegensteckte. Die benutzen die Nutten auf dem Kiez auch, da bleibt alles dicht. Peinlich berührt und ebenso fasziniert nahm ich die Gummis an mich. Wenn es um Sicherheit ging, wussten diese Männer anscheinend einfach alles. Trotzdem konnte ich nicht umhin, darüber nachzudenken, was wohl im Hintergrund geredet worden war. Es war das erste Mal, dass ich die Bezeichnung Nutten so ganz beiläufig aus dem Mund eines Erwachsenen hörte. Mich irritierte das. Und mich irritierte, dass Lundgren überhaupt von Laura zu wissen schien, obwohl er laut seiner Berufsbezeichnung doch nur Objekte beschützen sollte und keine Personen. Es schien also über mich geredet zu werden. Das gehörte vermutlich einfach dazu. Macht ja auch Sinn, redete ich mir ein
und schob den Gedanken schnell zur Seite. Ich blickte auf die Kondome, dann auf Lundgren. Wusste er nicht, dass Laura und ich uns noch nicht einmal geküsst hatten? Die ganze Situation war mir auf einmal viel zu intim. Meine Freundschaft zu Laura, was mehr war es leider noch nicht, wollte ich nicht mit irgendwem teilen. Ich wollte nicht, dass irgendein Erwachsener mir in irgendeiner Form gut zuredete. Es war kompliziert genug. Ich spürte, wie ich langsam rot wurde. Lundgren sah mich an und schien zu verstehen. Steck die mal ein für jetzt oder später. Er lächelte mich an. Ich geh mal eine rauchen. Kannst dich gerne auf den Fahrersitz setzen, wenn du möchtest. Ich nickte. Lundgren öffnete die Tür und ich rutschte auf der samtenen Sitzbank nach links rüber und versank in den ausgeleierten Polstern des Fahrersitzes, sodass ich noch nicht mal mehr über die Motorhaube blicken konnte. Wie gern wäre ich losgefahren. Weg von den Peinlichkeiten, weg von den komplizierten Hierarchien und Beziehungen mit Lundgren auf dem Beifahrersitz, einfach über die Autobahn in die nächste Stadt und noch weiter. Lundgren stand zwischen Auto und unserem Haus und rauchte. Dann schnipste er die Zigarette in die Büsche, öffnete die Beifahrertür und setzte sich neben mich. Aus dem Radio schallte Schubab das Singer Zoom Zoom, als ich gedankenverloren die Hand auf die Lenkradschaltung legte und der Hebel hinunterklackte. Das Auto machte einen ruckartigen Satz nach vorn, als der Hebel die Arretierung wechselte. Schnell versuchte ich, mit dem Fuß auf die Bremse zu treten, doch das Pedal war zu weit weg und ich versank unter dem Lenkrad. Das Auto soff zum Glück gleich ab. »Ey!« schrie Lundgren und griff reflexartig mit der einen Hand nach der Lenkradschaltung und mit der anderen nach dem Zündschlüssel. In Sekundenbruchteilen legte er den Schalter um und zog den Schlüssel aus dem Schloss. Das Radio verstummte. Nur die CD im CD-Player kratzte noch vor sich hin. Das Auto schaukelte für ein paar Sekunden gemächlich hin und her, als wollte es mich beruhigen und sackte dann wie eine zusammengefallene Hüpfburg endgültig an sich zusammen. »Pass doch auf!« schrie Lundgren mich an. »Was wäre gewesen, wenn da einer von uns gestanden hätte?« Im Auto roch es noch nach kaltem Rauch. Ich hielt den Atem an und wurde noch röter, als ich es schon war. Langsam richtete ich mich auf, verrenkt, als würde ich mich an meinen eigenen Schultern nach oben ziehen, stützte ich mich auf den weichen Stoff der Armlehne. Entschuldigung, mehr brachte ich nicht heraus. Sein Satz hallte in meinem Kopf wieder. Mir war völlig klar, dass uns mich nicht mit einschloss. Uns, das waren er und eine Gruppe Erwachsener, die hier einen Job erledigten. Uns war nicht ich. Wir in diesem Auto, das wurde mir schlagartig klar, war eine Situation, die ich hergestellt hatte. Ich war hier falsch, doch er konnte nichts dagegen tun. Meine Gedanken fingen an zu rasen. Was hätte er auch sagen sollen, als ich das erste Mal an seine Scheibe geklopft hatte? Zutritt nur für Mitglieder? Oder sieh zu, dass du abhaust und mit deinesgleichen spielst, ich muss arbeiten? Hatte er es überhaupt gemocht, mit mir hier im Auto zu sitzen, oder hatte er es über sich ergehen lassen? Waren die Geschichten, die er erzählte, einfach nur seine Art, die Zeit mit mir so angenehm wie möglich totzuschlagen? Meine Idee des gemeinsamen Roadtrips kam mir in den Kopf und mir wurde sofort übel. Ich muss los, murmelte ich schnell und stieg aus. Warte, sagte Lundgren, ich zeig dir noch schnell, wie man den Hebel wieder in die richtige Position bringt. Er wollte wohl nicht, dass die Stimmung weiter kippte. Ich erkannte, dass er fürchtete, sich im Ton vergriffen zu haben. Doch ich war der Fehler im System, nicht er, der aufdringliche Teenager, der die Männer am Arbeiten hinderte, der die Hierarchie nutzte, um seine Langeweile zu vertreiben. Vielen Dank, Johann. Der Fehler im System, das ist ja eigentlich so eine typische Teenager-Einstellung oder Wahrnehmung. Wenn man dein Buch liest und wenn man älter geworden ist, dann kann man ja im Rückblick anders damit umgehen. Dann kann man das als Entwicklung, als Abnabelungsprozess, als Erwachsenwerden sehen. Und so wird ja dein Buch auch oft beschrieben. Im Moment ist es aber doch für die meisten Teenager einfach nur die Hölle, oder? Wie war es für dich in der Erinnerung? Also eine einzige Peinlichkeit. Für Teenager ist das Leben ja sowieso ein Minenfeld von potenziellen Peinlichkeiten. Das hat man als
Erwachsener, gerade als Eltern, oft nicht auf dem Zettel, dass so vieles eine potenzielle Peinlichkeit ist. Und wenn man dann sich in einer Situation wiederfindet wie dieser, in der man irgendwie mit Hierarchien konfrontiert ist, die man nicht durchdringt, fühlt es sich einfach ständig an, als wäre man schlecht angezogen auf irgendeiner Party von Menschen, die man, und man kennt die Codes nicht. Und wie kommt man raus? Wie bist du rausgekommen? Was würdest du jetzt mit dem Abstand sagen? Ich glaube, die Tatsache, dass ich darüber jetzt ein Buch schreiben musste, lässt tief blicken. Also vielleicht bin ich noch gar nicht raus. Ich hoffe schon. Aber da schließt sich die Frage automatisch an. Hatte das Schreiben so eine therapeutische Wirkung? Also fühlst du dich jetzt besser in der Erinnerung, ein Teenager gewesen zu sein als damals? Du sagst einfach, fühlst du dich jetzt endlich besser? Mein Gott, ach, das ist so eine Frage. Ja, na, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, aber nee, also nein. Ich glaube, Moment, ich musste kurz nachdenken. Also die Antwort ist nicht ja, sondern die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Und zwar, ich fühle mich jetzt noch nicht besser, weil ich jetzt ja doch die ganze Zeit drüber reden muss. Also ich will, das ist jetzt nicht so blöd gemeint, wie es klingt. Das ist ein Vorgang. Ich rede sehr gerne über das Buch, ich rede auch sehr gerne mit dir und ich gebe auch sehr gerne Interviews über dieses Buch, aber dennoch ist es ein Vorgang, der mir auch unangenehm ist. So nah ist das Buch, auch wenn Roman dran steht, ja dann eben doch. Und ich finde diesen Vorgang aber eben, sonst will ich es nicht machen, eben nicht so schlimm. Ich finde diese Peinlichkeit und dieses Unangenehme gehört in ganz vielen Bereichen der, Achtung, Kunst einfach dazu. Man muss ganz nah ran, ansonsten bringt es nichts. Genau, das ist dir sehr gut gelungen und ich habe wirklich oft beim Lesen mir gedacht, wow, dass Johann Scherer sich traut, das so direkt zu beschreiben, also deine Unsicherheiten, den eigenen Schweißgeruch, all das, was wir kennen, was wir wirklich kennen. Alles die Stellen, die nicht stimmen. Die sind alles eine reine Fiktion. Okay, wir sagen jetzt, das gibt's gar nicht, aber ist dir das schwer gefallen? Also ich habe mich oft gefragt, der schreibt das einfach so und wir gehen ja davon aus, er war das. Nee, mir ist das überhaupt nicht schwer gefallen, sondern ich habe das absolut genossen, weil ich meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden konnte. Ich habe diese Ansprüche an Musikerinnen und Musiker immer. Ich sage denen immer, geh dahin, wo es dir wirklich wichtig ist. Und die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, die sind so fragil, immer. Und es ist immer unangenehm, da nah ranzugehen, weil es immer die Gefahr gibt, dass irgendwas zerbricht und dann nicht mehr so ist, wie man es gern gehabt hat. Und dieser Vorgang, das so zu beleuchten, aber auch so vorsichtig zu beleuchten, dass es nicht zur Nabelschau wird, sondern eben doch nur zu einem, zu etwas, womit andere Leute noch was anfangen können, ohne selber peinlich berührt zu sein. Das ist ein Vorgang, den ich richtig gut finde. Ich kann dich beruhigen, also ich war nicht peinlich berührt. Ich habe im Gegenteil das wirklich sehr gut nachvollziehen können und mich erinnert, wie es mir ging in dieser Zeit. Ja. Sprechen wir nochmal über Musik. Du hast gerade auch deine Rolle im Zusammenhang mit den Musikern als Produzent, als Komponist erwähnt. Aber wir haben ja gerade auch in der Textpassage von den Bands gehört, die für Johann für dich wichtig waren. Also Weezer wurde erwähnt, die Ärzte, Bad Religion. Für was stehen diese Bands für dich im Roman? Geht es da wirklich um die Musik? Oder geht es noch um mehr? Also Bands stehen natürlich für die Musik und die Musik steht für mehr. Also natürlich, also vielleicht kann ich das so beschreiben, ich habe mit 10 Jahren, 1992, angefangen,
zu verstehen, was Musik kann. Ich hatte da einfach so einen ganz blöden Typen in meiner Klasse und unter dem habe ich richtig gelitten. Und es gab dieses Lied Ohne dich von der Band Die Ärzte mit dem Refrain Die Welt könnte so schön sein ohne dich. Und ich habe dieses Lied, ich weiß nicht, wie meine Eltern das ausgehalten haben, aber über Wochen, jeden Tag in einer Wahnsinnslautstärke über die Stereoanlage meiner Eltern gehört und es war jedes Mal, wurde jedes Mal besser, das Lied. Und mein Gefühl wurde auch jedes Mal besser. Und ich wusste immer, damals gab es ja, gab schon Walkmans, aber ich hatte irgendwie keinen zu dem Zeitpunkt. Ich wusste immer, wenn ich zu Hause kam, wartet dieses Lied auf mich da. Und dieses Lied steht natürlich einfach für ein Fenster nach draußen. Man sieht einfach in meinem Fall waren das tatsächlich immer auch Männer in den Bands. Man sieht einfach diese Männer, die über Sachen singen, die mich berührt haben und die mir die Möglichkeit gegeben haben zu erkennen, dass ich nicht mehr allein bin mit meinem Problem. Das hört sich so platt an, aber letztlich ist dieser Vorgang, den ich damals so als Junge erlebt habe, etwas, was ich versuche jetzt mit diesem Buch und auch mit dem Vorgängerbuch herzustellen und zu sagen, vielleicht ist das etwas, was Leute dann lesen können, um zu merken, alles klar, das geht auch anderen so. Zur Musik gehört ja nicht nur die Aufnahme im Studio, bei der du immer federführend mit dabei bist, sondern auch das Konzert. Du kennst diese Rolle als Musiker auf der Bühne sehr gut. Du bist, seitdem du 17 bist, professioneller Musiker und kennst Bühnen und die Konzertsituation. Du kennst das auch als Autor. Leider nicht in diesem Jahr aufgrund von Corona, aber bei dem Debüt war das so. Wenn du diese Auftritte vergleichst, was hat ein Auftritt als Musiker für dich gemacht oder ausgemacht und was einer als Autor? Was ich bei den Lesungen zu meinem letzten Buch und auch, also es ist natürlich was anderes, wie wir das jetzt machen, na klar, aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Es ist so, für mich war es so erstaunlich, dass ich mich auf diese Lesung nicht vorbereiten muss. Es ist ja, die Vorbereitung. Oder anders gesagt, die Vorbereitung auf diese Lesung ist die letzten 38 Jahre im Grunde irgendwie im Hintergrund passiert. Und für Konzerte muss man wahnsinnig üben. Du sagst, ich bin professioneller Musiker. Das ist sicherlich der richtige Begriff. Aber was das Gitarrespielen und Singen anbelangt, ich fühle mich nicht wie ein Profi. Und dieser Vorgang, auf einer Bühne zu stehen, Instrument zu spielen und was vorzutragen, was zu singen, was man sich vorher ausgedacht hat, ist so viel komplexer, als auf der Bühne zu sitzen und zu lesen, dass es dann doch wieder einfach überhaupt nicht vergleichbar ist. Aber es hat beides seinen Reiz, absolut. In deinem Elternhaus hat ja Literatur eine große Rolle gespielt. War die Musik auch ein Mittel, vor allem natürlich die Rockmusik, die Indie-Musik, ein Mittel, sich abzusetzen von den Eltern und von diesem Kulturkreis? Leider, leider nicht. Denn mir ist das, also ich habe, bevor ich die Ärzte gehört habe, sehr viel Georg Kreisler gehört. Das kam irgendwie, irgendwie standen die Platten bei meinen Eltern rum und ich kenne alle nicht-arischen Arien auswendig bis heute. Und leider ist mir das Schlimmste passiert, was einem Teenager passieren kann, nämlich, dass mein Vater mir die Ärzte empfohlen hat und ich sie dann auch noch so gut fand, dass ich dieser Empfehlung folgen musste, weil ich es so gut fand. Ich glaube, er hat sowas gesagt, wie, guck mal hier, die Band, die hat so einen bescheuerten Namen, hör dir das mal an oder so. Und ich merke das bei meinen Kindern, ich bin so vorsichtig, sobald ich eine Empfehlung ausspreche, weiß ich eigentlich, das kommt ganz unten in die Schublade. Insofern war das mit Musik, naja, ich habe es trotzdem so, ich hab eben mir die Haare gefärbt und habe mich angezogen, schon auch so, wie ich dachte, okay, so würden sich meine Eltern auf gar keinen Fall anziehen. Klar. Das hat mich jetzt schon überrascht, dass dein Vater die Ärzte empfohlen hat. Also man kennt ja deinen Vater als Sprachästhet. Wenn wir über Sprache sprechen, glaubst du, du hast auch ein bisschen von deinem Sprachgefühl, von deinem Vater mitbekommen?
Also es ist nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wird. Das muss ich sagen. Und ich versuche jedes Mal, wenn ich diese Frage beantworte, ein bisschen näher an die Wahrheit zu kommen. Und ich würde gerne mit einer Verallgemeinerung antworten und nämlich sagen, hat nicht jeder sein Sprachgefühl von seinen Eltern? Ja. Aber das ist eine doofe, langweilige Antwort. Ich antworte indem ich einen Film zitiere, in dem Mel Gibson mitspielt, und es ist Mel Gibson ist ein schrecklicher Antisemit, insofern soll ich ihn gar nicht zitieren, ist aber scheißegal, auf jeden Fall, ich rede nicht um Kopf und Kragen. Er spielt einen Film mit, der heißt Der Biber, und dieser Film handelt von einem Familienvater, der durch einen Unfall seine Hand verliert und dann nur noch durch eine Handpuppe in Biberform mit seiner Familie spricht. So, das ist ungefähr die Idee des Films. Und es gibt eben einen Sohn, der jedes Mal, wenn ihm auffällt, der mag seinen Vater nicht so gerne, und jedes Mal, wenn ihm auffällt, dass er etwas macht oder sagt, was er von seinem Vater kennt, schreibt er sich das auf einen Post-it und klebt es in sein Zimmer, um sich daran zu erinnern, dass er es nie wieder macht. Und es gibt diese Szene, dass Mel Gibson als Vater mit dieser Handpuppe in das Zimmer kommt, des Sohnes, und das ganze Zimmer ist voll mit Post-its. Und insofern, ich glaube, ich habe, und es ist nicht nur die Moral dieses Films, den man sich auch jetzt nicht mehr angucken muss, also ich habe alles erzählt, was wichtig war, sondern das ist auch in meinem Leben so. Klar, habe ich das von meinem Vater. Vieles davon. Nicht alles, aber vieles. Du hast ja auch jetzt den Vorteil, dass du nicht über Aber nicht alles. Ja, wichtiger Unterschied. Du hast ja den großen Vorteil, du kannst jetzt mit uns und auch mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über Handpuppen, sondern über deinen Roman kommunizieren. Und wenn du magst, kommen wir zur nächsten Lesestelle. Und da geht es auch um die Unsicherheiten Johanns inmitten der Sicherheit der Sicherheitsleute. So sehr die Anwesenheit der starken Gestalten mein Selbstbild beeinflusste, so hilflos fühlte ich mich immer wieder. Ich verwendete viel Energie darauf, mich optisch anzupassen und dem Bild des eigenständigen und möglichst unabhängigen Jugendlichen zu entsprechen, wurde aber täglich damit konfrontiert, dass Eigenständigkeit in diesem Lebenssystem nicht vorgesehen war. Meine Streifzüge durch den Garten meines Vaters hatte ich mir abgewöhnt. Er war für Verstecke nicht mehr geeignet, da jede Ecke überwacht und ausgeleuchtet war. Noch nicht mal mehr das Gartentor konnten wir eigenständig öffnen. Das Rolltor zum Grundstück meines Vaters wurde aus der Zentrale gesteuert. Wie die Kameras und die Verwaltung der unterschiedlichen Alarmsysteme war die ehemalige Gästewohnung nun zum Knotenpunkt der Sicherheitstechnik geworden, gesteuert und überwacht von den Objektschützern. Der Cadillac war mittlerweile leer, Lundgren und seine Kollegen waren in 4 feste Wände umgezogen und auch die anderen Autos standen verlassen herum. Der Umbau hatte nicht wie angepeilt einige Wochen, sondern fast ein Jahr gedauert. Meine Streifzüge wurden nun das Erkunden der Zentrale. Mehrmals wöchentlich klingelte ich, immer ein bisschen aufgeregt, an der Tür und wartete gespannt, welcher Herr mir öffnen würde. Mir dämmerte mittlerweile, dass mein Besuch auch hier bloß geduldet und nicht unbedingt erwünscht war. Allerdings konnte ich darauf keine Rücksicht mehr nehmen, denn ich musste unbedingt wissen, was in diesen Räumen vor sich ging. Und so überlegte ich mir jedes Mal, bevor ich eintrat, einen Grund, der meinen Besuch rechtfertigte. Mal hatte ich eine Frage zu meinem Handy oder Quicks. Mal kam ich mit organisatorischen Dingen, die ich unbedingt klären musste. Mal hatte ich Fragen zu bestimmten selbstverteidigungstechnischen Hebeln und Griffen, die ich mir wieder ins Gedächtnis rufen musste. Welcher Mundschutz war nochmal fürs Boxtraining am besten geeignet? Wo bekam man in Deutschland richtige Nunchakus? Gibt es auch welche mit Kugellager, oder? Waren Soft-Air-Pistolen eigentlich wirklich erst ab 16 Jahren erlaubt? Die technischen Gegebenheiten unseres Zusammenlebens waren der Schlüssel zu einer potenziellen Gemeinsamkeit, verstohlen
schaute ich auf die Bildschirme der Überwachungskameras, hörte den Überstiegsalarm, der ausgelöst wurde, wenn ein Ast auf den Zaun fiel oder ein dickes Eichhörnchen darauf sprang, und verfolgte die automatischen Kamerabewegungen, die jeden Quadratzentimeter der Grundstücke scannten. Früher hatte mein Vater die Fernbedienung für sein Gartentor selbst in der Tasche gehabt, aus seiner ausgebeulten Wildlederjacke, die im Gegensatz zu den Jacken der Personenschützer nur zwei Taschen besaß, in die er alles Mögliche hineinstopfte, hatte ich die Funksteuerung aus seiner Tasche gefummelt, wenn wir gemeinsam von einem Haus zum anderen gegangen waren. Die Pistazienschalen, die dabei herausgefallen waren, hatte ich mit dem Fuß zur Seite gekickt und war vorgelaufen, um auf den Knopf drücken zu können, um das Tor, das meinem Vater bis zur Brust und mir bis zum Kinn ragte, auffahren zu lassen. Ich probierte auch, es auf halber Strecke wieder zu schließen, um mich dann durch die letzten 10 Zentimeter der zufahrenden Öffnung zu quetschen und gerade so dem nahen Tod zu entkommen. Meine Liebe zu diesem Fernsteuerungsvorgang ließ das Tor immer mal wieder aus den Schienen springen. Da es meinem Vater lästig war, Dinge reparieren zu lassen, war es früher eigentlich die meiste Zeit über kaputt gewesen und hatte offen gestanden. Jetzt wurde es regelmäßig von einem Wartungsdienst überprüft. Wie meine Eltern mir früher die Chipstüte aus der Hand genommen und oben auf den Schrank gelegt hatten, wenn sie der Meinung gewesen waren, dass es genug war, lag die Fernbedienung nun sicher verstaut auf dem Schreibtisch der Objektschützer vor den Monitoren in der Zentrale, unerreichbar für uns. Manchmal, wenn einer der Herren eingenickt war oder gerade nicht aufgepasst hatte, stand mein Vater winkend vor seinem eigenen Grundstück und gestikulierte um Einlass. Einmal hatte ich das selbst mitbekommen. Ich saß in der Zentrale mit Herrn Collins, der eine silberne italienische Beretta-Handfeuerwaffe reinigte. Ab und zu hatte ich in Portugal schon damit geschossen, hatte sie hier in Hamburg aber nur in seinem Schulterholster gesehen. Collins war ihre, hatte einen sympathischen Akzent und sah mit seinen langen, blonden Haaren sehr verwegen aus. Er hielt sie mir hin. »Willst du sie mal laden?«, fragte er. Ich bekam große Augen. »Natürlich«, wollte ich. Er drückte sie mir in die Hand. »Erst musst du checken, ob noch eine Patrone im Lauf ist. Zieh den Schlitten zurück, dann springt sie raus oder die Kammer ist leer.« Ich zog. Doch der Schlitten wollte sich nicht bewegen. Collins lachte. »Power!« Ich wurde sofort rot und mein Herz pochte mir bis in den Kopf. Ich verkrampfte meine Zehen in den Schuhen, versuchte aber äußerlich ruhig zu bleiben. Er nahm mir die Beretta ab, ließ den Schlitten zurückschnellen und arretierte ihn. »Look«, sagte er, »die Kammer ist leer.« Er betätigte einen kleinen Schalter oder Knopf, ich konnte es nicht genau erkennen, und der Schlitten knallte wieder zurück. Da war es wieder, das Filmgeräusch. »Bei der Irish Army«, sagte Collins, »haben die uns die Augen verbunden und wir mussten die Pistole auf Zeit laden. Look, so.« Er schloss die Augen, ließ das leere Magazin in seine Hand fallen, griff in seine Bauchtasche, in die er vorher eine Handvoll 9mm Patronen gelegt hatte, und lud das Magazin innerhalb von wenigen Sekunden. Dann ließ er es in den Griff rutschen und zog in einer einzigen flüssigen Bewegung den Schlitten zurück, so schnell, dass die unterschiedlichen Geräusche zu ein und demselben verschmolzen, einem 20-sekündigen metallenen Schrumm. Mich erinnerte der satte, harte Klang des geölten Metalls, das lückenlos gegeneinander verschoben wurde, an das Geräusch, das Transformer machten, wenn sie sich von einem Auto in einen Roboter ausklappten. »Your turn.« Collins legte sich mit einem Finger die schulterlangen, glatten, blonden Haare hinter die Ohren und leerte die Kammer, als wäre es ebenso eine Nebensächlichkeit. Er überreichte mir die Beretta mit arretiertem Schlitten und ein leeres Magazin, das er im Gürtel getragen hatte. Mein Blick wanderte vom Magazinholster zu seiner großen silbernen Gürteltasche, Gürtelschnalle, die perfekt zu den silbernen Applikationen seiner schwarzen Harley-Davidson-Motorradstiefel passte. Auf der Schnalle war ein Mungo abgebildet, der mit einer Schlange kämpfte. »Mach die Augen zu«, sagte er mir so klar und deutlich, dass ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Sein weicher irischer Akzent war kaum noch zu hören. Ich schloss die Augen und er drückte mir das Magazin in die linke Hand, drehte meine rechte mit der Handfläche nach oben und ließ ein paar Patronen hineinfallen. »Go, Zeit läuft«, sagte er. Ich fummelte mir eine Patrone zwischen Daumen und Zeigefinger und versuchte, die restlichen,
die kalt in meiner Handfläche aneinander stießen, nicht zu verlieren. Ich nahm das Magazin, drückte wahllos gegen das Metall. Welches Ende der Patrone musste denn jetzt in die Öffnung? Und wie? Ich bekam Angst, dass eine losgehen könnte, wenn ich zu stark am falschen Ende drückte. Könnte sie mir meine Finger zerfetzen wie ein Böller, den man zu lange festhält? Ich erinnerte mich an die Silvesterfeiern mit meinen Eltern. Mein Vater erklärte mir immer mit großem Nachdruck, dass man Böller, vor allem die besonders starken Bienenkörbe, schnell wegschmeißen musste, wenn die Lunte brannte. Ich hatte ihn endlos mit Fragen gelöchert, was denn passieren würde, wenn ein Böller in der Hand oder ein Feuerzeug aus Versehen explodieren würde, als er mir das Feuerzeug plötzlich aus der Hand nahm. »Geh mal zurück«, sagte er. Dann warf er das Feuerzeug ins Kaminfeuer und machte ruhig einen Schritt zurück. Sanft drückte er mich mit seinem Arm ein paar Zentimeter zur Seite, im Gegensatz zu mir, der die Augen vor Entsetzen aufriss. Kniff mein Vater cool die Augen zusammen, seine Hand war immer noch vor mir, bereit, mich vor der Explosion zu schützen. Ein paar Sekunden später gab es einen lauten Knall, der Funken und Glut aus dem Kamin aufs Parkett spritzen ließ. Mein Vater lachte laut. »Wow, das war noch doller, als ich dachte. Siehste, immer schön vorsichtig sein.« Behutsam trat er die Funken aus, sodass nur wenige Spuren im Holz blieben und bedeutete meiner Mutter, die erschrocken zu uns herüberschaute, mit einer beschwichtigenden Handbewegung ruhig zu bleiben. »Hilft nichts, sowas muss man eben sehen, um es zu verstehen«, sagte er verschmitzt und grinste, als wäre er das Kind. Meine Mutter schüttelte den Kopf und ich strahlte ihn an. »Cool.« Meine Hände wurden schwitzig. Ich verlor ein paar Patronen, die lautlos auf den beigen Teppichboden fielen. Eine spürte ich auf meinem Schuh. Ich wagte nicht, meine Zehen zu entkrampfen. Kurz öffnete ich die Augen, um sie aufzuheben und mir dabei nicht meinen Fuß wegzusprengen. »Augen zu!« rief Collins in typischem Militärton. Die anwesenden Objektschützer lachten. Ich schwitzte nun auch auf der Stirn. Mein Kopf, dachte ich, würde platzen wie eine der Patronen, wenn ich sie aus Versehen mit dem falschen Ende an irgendeine Kante presste. Endlich klickte es und die erste Patrone war im Magazin. Mit zittrigen, nasskalten Fingern fummelte ich die zweite Patrone wieder zwischen Daumen und Zeigefinger. »That's it. Time's over. 20 seconds. You're dead.« Vielen Dank. Für die Sicherheitsleute scheint das ja teilweise auch so eine Art Spiel gewesen zu sein. Wie war das für dich? War es auch ab und zu mal möglich, das auf so eine ganz andere Ebene, eben auf so eine Spielebene zu heben, auf was geradezu Fiktionales? Niemals. Niemals. Es war aber auch oft gut. Also diese Situation, die ich da beschreibe, die ist natürlich stressig und ist irgendwie allen Beteiligten auch so ein bisschen natürlich entglitten und zeigt den Konflikt, in dem sich der Teenager und die Erwachsenen mit irgendwie einer nicht richtig, für alle nicht richtig schnallbaren Hierarchie so darlegt. Aber es ist auch schon cool, so eine fette Knarre in der Hand zu haben. Es ist einfach auch krass und beeindruckend, aber es ist eben immer echt und nie ein Spiel und immer ernst. Inwiefern hat dich das später geprägt und auch jetzt? Bist du ein Pazifist? Hast du ein anderes, besonderes Verhältnis zu Waffen? Ja, ich brauche das nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ich mehrfach in meinem Leben erlebt habe, auch mit meiner Musikkarriere, die so früh so super professionell wurde und mit meiner Band damals so ganz schnell viel zu groß wurde, um dann in sich zusammenzufallen. Die Tatsache, dass ich das einmal erlebt habe, hat bewirkt, dass ich dieses Verlangen nach irgendwie großem Hype auf der Bühne nicht mehr habe und dieses ständige zu tun haben mit
mit Waffen und Männern hat bei mir sicherlich bewirkt, dass ich es viel interessanter finde, als Mann weich zu sein. Einer der ganz wichtigen Themenbereiche in deinem Roman ist ja dieser Konflikt. Auf der einen Seite das Sicherheitsbedürfnis der Eltern, auf der anderen Seite das Freiheitsgefühl eines Teenagers. Jetzt aus heutiger Sicht, du bist selbst Vater. Was würdest du sagen, warum sind Geheimnisse in der Pubertät wichtig, diese verborgenen Ecken, in die die Eltern nicht gucken können? Weil es das ist, was interessant ist und was wichtig ist. Also die Frage ist, das ist Eltern heutzutage kriegen nahezu alle Eltern, die ich kenne, und ich zähle mich auch dazu, sofort ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht bei ihren Kindern sind. Die Kinder sind mal eine halbe Stunde nicht da und moderne Eltern denken, dass jetzt ist es ein Problem oder so, oder man wird ihnen das später vorhalten oder so. Aber wenn man sich an seine Kindheit erinnert, dann sind die Momente, die einem im Gedächtnis bleiben, ja immer die, wo die Eltern nicht da sind. Das ist ja erst das, wo es interessant wird. Ich habe aber deine Frage vergessen. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Nee, ich wollte schon wissen, wie du jetzt heute als Vater darüber denkst und warum Geheimnisse so wichtig sind in der Pubertät. Ja, ich hab der Struggle is real, sagt man. Mir geht es wie allen Eltern. Man hat Angst, man weiß viel zu viel. Man weiß viel zu viel und man setzt sich viel zu viel mit Pädagogik auseinander und mit der Theorie und wie machen es die anderen. Und ach, es ist ein ständiges Abchecken und Stress. Was hat im Rückblick, um jetzt so gegen Ende unserer Lesung mal wieder die Position von heute einzunehmen und noch länger einzunehmen, was hat im Rückblick haben die Erlebnisse aus dir gemacht? Würdest du sagen, wie das ein Zitat deines Vaters im Buch auch ist, wir gehen durch die Welt und sind irgendwie markiert? Fühlst du dich irgendwie markiert? In Deutschland, ja, das ist auch ein Grund, warum mir diese beiden Bücher so wichtig sind. In Deutschland gibt es in einer gewissen Altersgruppe kaum eine Person, die von dieser Entführungsgeschichte nicht gehört hat und eben noch mehr als das nicht eine Vorstellung davon hat. Und diese Vorstellung von ich mag es gar nicht selber aussprechen, aber irgendeinem Jahrhundertverbrechen und so viel Geld. Und das macht natürlich was im Miteinander. Und das ist mir oft passiert und das passiert mir auch immer noch. Und ich habe versucht, mich in die Situation zu schreiben, in der ich jetzt auf diese Bücher verweisen kann. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich aber eben auch sagen, Deutschland ist nicht die Welt. Und es gibt ein signifikanter Großteil dieses Planeten, für den spielt es gar keine Rolle. Und da gibt es gar keine Gedanken. Und ich habe das große Glück, dass ich mit ganz vielen von denen zu tun habe. Und insofern, jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. Warum habe ich es nochmal gesagt? War alles korrekt beantwortet, War sozusagen. korrekt beantwortet. Na Ja, gut, okay. Ja, ist genau. klar. Gut, ja, gut, ein Glück. Das heißt also, du fühlst dich durchaus frei, wenn du das über dein Leben sagen sollst. Frei im Leben und frei auch in deiner Kunst? Jetzt ist schon wieder die Kunst, ne? Also in meiner Kunst, die Musik ist oder das Schreiben, fühle ich mich super frei. Und deswegen mache ich das auch so gerne. Und in anderen Bereichen meines Lebens fühle ich mich nicht besonders frei. Und deswegen versuche ich,
so viel wie möglich andere Sachen zu machen, in denen ich mich richtig gut fühle. Ich hoffe, du fühlst dich auch frei, noch einen kleinen Part zu lesen aus deinem Roman. Damit schließen wir dann auch diese Lesung ab. Marion Bösker wird zum Schluss sich auch nochmal von Ihnen verabschieden. Ein großes herzliches Dankeschön nach Hamburg zu dir, Johann, für dieses Gespräch und natürlich auch an Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Und es kommt jetzt noch eine kleine Passage. Wundern Sie sich nicht, da kommt eine junge Frau vor. Jasmin heißt sie. Das ist zu dem Zeitpunkt, oder Johann, seine Freundin im Buch. Das ist korrekt. Jasmin ist zum Zeitpunkt die Freundin des Johann. Und es ist so im letzten Viertel des Buches befinden wir uns. Aber es ist im Grunde alles selbsterklärend. Wir sprechen uns jetzt danach nicht mehr, ne, lieber Günther. Vielen Dank für den schönen Abend mit dir. Danke dir. Schön, dich gesehen zu haben. Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, aber dann nur am Telefon. Also vielen Dank. Ich lese dann jetzt. Auf der Rückfahrt von Berlin nach Hamburg fuhren Jasmin und ich manchmal zusammen und sie blieb dann noch ein, zwei Tage in Hamburg. Doch die dreistündige Autofahrt wurde zur Belastungsprobe für unsere Beziehung. Jasmin war so versessen darauf, die Typen hinter uns im Auto genauestens über unsere Manöver im Straßenverkehr zu informieren, dass sie mich ständig anhielt, länger zu blinken, nicht so plötzlich die Spur zu wechseln, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu beachten oder nicht so ruckartig zu bremsen. Alles mit dem Argument, es sei für die Seekuhs, wie sie sie nannte, sonst zu anstrengend. Manchmal war ich von ihren ständigen vermeintlichen Verbesserungen so genervt, dass ich rechts ranfuhr und ihr sagte, sie könne ja einfach selbst fahren. Was sie dann auch tat. Als wir die Plätze wechselten, erklärte sie unseren Verfolgern mit einem wirbelnden Handzeichen den Vorgang des Fahrerwechsels und ergänzte jedes Setzen des Blinkers mit einem zusätzlichen Handzeichen aus dem Seitenfenster oder dem Schiebedach und zog so im Stadtverkehr die gesamte Aufmerksamkeit auf den hellblauen Volvo meiner Mutter. Du kannst die Sekus doch nicht einfach so hinterherfahren lassen, sagte sie. Das sind doch auch nur Menschen. Du musst denen ihren Job ja nicht extra schwer machen. Es war nicht einfach für mich, ihrer Argumentation zu folgen, versuchte ich doch seit Jahren, diese Typen möglichst zu vergessen. Ich kenne es von den Sekus im Club. Manche behandeln die wie Inventar und manche eben wie die Menschen, die sie halt sind. Musst dich halt entscheiden, was für ein Mensch du sein willst. Ich erinnerte mich an Julias Standpauke vor ein paar Jahren, dass es in meiner Hand läge, was ich aus meinem Leben machte, aber irgendwie fühlte es sich nicht so an, als hätte ich wirklich Einfluss auf mein Leben. Eher sogar im Gegenteil. Ich glaube, dann entscheide ich mich dafür, mir nicht so viele Gedanken über die zu machen. Ich suchte die Konfrontation. Ich hatte keine Lust mehr, mich immer von irgendwem belehren zu lassen. Die können doch nicht beeinflussen, wie ich mein Leben lebe. Jasmin hatte allerdings überhaupt kein Verständnis für meine Argumentation. Alles beeinflusst dein Leben, Johann. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie du mit deinen Mitmenschen umgehen willst. Es geht darum, ob du ausnutzen willst, was die machen müssen, was du sagst oder eben nicht. Meine Gedanken rasten. Ging es wirklich darum? Hatte ich wirklich eine Wahl? Nutzte ich die Sicherheitsleute wirklich aus, indem ich mich einfach normal benahm? Ich glaube nicht, dass die das so empfinden, antwortete ich. Ich glaube, dass die ganz gut damit klarkommen, dass ich einfach mein Leben lebe und nicht so super viel Rücksicht nehme. Ich glaube, das ist auch einfach ein Teil von deren Job. Alles Mögliche ist ein Teil von irgendeinem Job. Jasmin war richtig in Rage. Das ist doch kein Argument, wenn du in deiner Position die Möglichkeit hast, etwas daran zu verbessern, dann bist du halt schlicht ein Arschloch, wenn du es nicht machst. Da waren wir jetzt. Fuhren wild, gestikulierend im Auto meiner Mutter durch den schleppenden Hamburger Straßenverkehr und beschimpften uns. Ich finde ja auch, dass man ein Arschloch sein kann, wenn man nicht schnallt, dass es in meiner Position auch nicht einfach ist. Jasmin sah mich gespielt mitleidig an. Du hast es schon verdammt schwer, Johann, in deiner Position. Wie ist denn die Luft da oben? Jetzt hör mal auf, mir die Worte im Mund umzudrehen, um mich darzustellen, als wäre ich. Da war es wieder. Ich wusste weder, wer ich war, noch was andere dachten, wer oder was ich war. Zum Glück fiel mir Jasmin ins Wort.
Als wirst du irgendein reicher Typ, dem seine Angestellten egal sind? Nee, schon klar. Völlig abwegig. Also, Wut stieg in mir hoch. Egal sind die mir bestimmt nicht, Jasmin. Ich kann mich nur nicht nach denen richten. Also mein Leben nach deren Vorstellungen ausrichten. Das wäre doch total bekloppt. Boah. Jasmin schnallte sich ab und griff in den Fußraum nach ihrer Tasche. Ich kann dein Gejammer echt nicht mehr ertragen. Lass mich mal hier raus. What? Ich erschrak fürchterlich. Ernsthaft? Und dann? Dann darfst du dir eine neue Freundin suchen, die Bock auf deine engstirnigen Arbeitgeberallüren hat. Damit stieg sie aus, knallte die Tür zu und ließ mich, den Volvo meiner Mutter und den schwarzen BMW dahinter im Stau stehen. Reflexartig blickte ich in den Rückspiegel. Collins saß am Steuer und hatte die Augenbrauen hochgezogen. Er sah nicht weniger erschrocken aus, als ich mich fühlte. Mein Handy vibrierte. »Alles okay bei dir?«, fragte Collins mich in einer Kurzmitteilung. Ich sah nochmal in den Rückspiegel. Collins verzog das Gesicht zu einer Miene, die ich als eine Mischung aus Bestürzung und Mitleid deutete. »Jupp, alles okay, sie hatte noch einen Termin.« Ich schickte die Nachricht ab, fühlte noch den Streit in meinen Gliedern. War ich wirklich ein Arbeitgeber? Schnell schickte ich noch eine SMS hinterher. Geht's Ihnen auch gut? Vielen, vielen, vielen Dank für die fantastische Lesung, Johann Scherer. Das war so ein schöner Abend. Lieber Günther Keil, lieber Johann Scherer, ein so sympathisches, kluges Gespräch. Das ist so, ja, einer dieser Abende. Nachher bin ich noch ein bisschen glücklicher als vorher. Ich möchte auch natürlich den Kolleginnen und Kollegen vom Piper Verlag Danke sagen für die immer vertrauensvolle und inspirierende Kooperation. Ich möchte mich bei den Münchner Buchhändlerinnen und Buchhändlern bedanken, die ihre Vorräte auffüllen, damit wir und auch Sie zu Hause dieses Buch bestellen können. Machen Sie es bitte in Ihrer Lieblingsbuchhandlung. Das geht meistens innerhalb von einem Tag, dass es bei Ihnen zu Hause landet. Und lesen Sie dieses Buch, denken Sie an diesen wunderbaren Abend. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie wieder ins Literaturhaus München. Lesen Sie wohl. Vielen Dank.